Morgen. Guten Morgen. Hallo. Morning, everybody. Was erwarten Sie sich denn an Guten Morgen. Summen, die heute zusammenkommen und was wird die Bundesregierung beisteuern? Deutschland setzt ein starkes Zeichen der Solidarität, insbesondere mit nach wie vor ca. 12 Millionen Flüchtlingen in Syrien und insbesondere in den umliegenden Ländern. Und wir werden unsere Zusage der letzten Jahre noch einmal erhöhen auf 1,44 Milliarden Euro. Und damit ist Deutschland der zweitstärkste Geber in der Region. Ganz besonders wichtig ist uns die Situation der Kinder. 2018 war das schlimmste Jahr in Bezug auf Kinder. Tausende von Toten. Jeder zweite Flüchtling in und um Syrien, also ca. 6 Millionen, sind Kinder. Über 1 Million Neugeborene in den letzten Jahren. Dramatische Situation zum Beispiel im Libanon. Der Libanon, ein Land mit 4,5 Millionen Einwohnern und 1,2 Millionen syrischen Flüchtlingen. Die Weltgemeinschaft muss hier Solidarität zeigen. Und es können nicht nur 10 Geber 90% der Hilfen leisten. Das muss das Signal sein, aber Deutschland erhöht und steht an der Seite insbesondere der Anrainerstaaten. Ich nenne auch Jordanien, ich nenne den Irak und insbesondere auch den Nordirak, aber auch die Türkei. Und wir wollen und wir werden darauf setzen und auch investieren, dass die Kriegsverbrechen dokumentiert und verfolgt werden. Ich denke insbesondere an das Schicksal und Verbrechen an den Jesiden und Jesidinnen, wo wir uns stark in der Region engagieren. Sind Sie dafür, dass man jetzt auch schon Geld in den Wiederaufbau steckt oder soll es bei humanitärer Hilfe bleiben? Es geht zunächst mal um das Überleben und das Sichern der Zukunft der Flüchtlinge, die nun seit 7 Jahren in Camps leben. Im Libanon ist die Lage fürchterlich. Sie liegen förmlich auf dem Boden ohne befestigte Camps. Die Situation ist überall anders. Wir investieren auch in den Wiederaufbau, zum Beispiel im Irak, wo es ja gelungen ist, den Irak vom IS zumindest zu befreien. Und ich nenne als ein Beispiel Mosul. In Mosul ist Deutschland stark engagiert und so konnten im vergangenen Jahr 700.000 Menschen wieder zurückkehren. Also eine Rückkehr in befreite Gebiete, im irakischen Bereich, vom IS befreit. Man muss trennen die Situation in Syrien und im Irak und den Kampf gegen den IS. Es ist möglich dort. Und es ist eine große Leistung der internationalen Gemeinschaft, dass zum Beispiel Mosul und in vielen Städten des Iraks eine Rückkehr möglich ist. Und das muss das Ziel auch in Syrien sein. Eine politische Lösung. Der Druck auf Assad muss erhöht werden. Hier muss sich auch die Europäische Union stärker engagieren. Die Weltvölkergemeinschaft muss Assad unter politischen Druck setzen. Das Ziel muss sein, zu einer politischen Lösung auch in Syrien zu kommen. Denn Millionen von Flüchtlingen wollen zurück, auch nach Syrien. Und dazu muss die internationale Gemeinschaft mit Assad ein Übereinkommen finden, Sicherheit für Rückkehrer zu schaffen. Wie soll das denn aber konkret aussehen? Wie geht die Geberkonferenz mit dem Dilemma um, dass Assad immer noch nicht gestürzt ist, aber trotzdem ja die Gelder auch irgendwo dann ihn unterstützen? Also das eine ist der politische Prozess Genf und Astana, der UN-Vermittler. Hier ist die Weltgemeinschaft gefordert, den Druck zu erhöhen, zu einer politischen Lösung zu kommen. Nach 9 Jahren kann die Perspektive nicht sein, für 12 Millionen Flüchtlinge 5 Jahre mehr diese Situation. Das andere ist, wie kann den Menschen konkret geholfen werden? Das ist der Auftrag dieser Syrien-Geberkonferenz. Es geht um die Anrainerstaaten, diese 6 Millionen, die in den Anrainerstaaten Aufnahme gefunden haben. Aber es geht auch um die fürchterliche, dramatische Situation von
ca. 6 Millionen Flüchtlingen in Syrien, die zum Teil über 1 Million von Hilfe weitestgehend abgeschnitten sind. Wir fordern den vollen Zugang der Hilfsorganisationen. Das muss durchgesetzt werden, auch in Syrien. Zum Beispiel das Flüchtlingslager Rukban mit 50.000 Menschen, die auf Wasser, auf Essen, auf Hoffnung warten. Es ist inakzeptabel, dass die Weltgemeinschaft so etwas akzeptiert, dass Menschen vor den Augen der Weltöffentlichkeit, dass Hilfsorganisationen keinen Zugang haben. Wie soll man mit den IS-Flüchtlingen umgehen? Für mich ist, was die humanitäre Hilfe anbetrifft, differenzieren wir nicht. Menschenleben müssen gerettet werden. Vielen Dank. Gut. Danke für Ihr großes Interesse. Alles Gute. Schönen Tag.